Ist er nicht schön? Nein, ich meine natürlich nicht mein Spiegelbild, sondern den Fury, den Tier 6 mittleren Panzer der USA, USA, USA. Ja, ich habe den Fury, den Originalen aus dem Film in Bovington sehen dürfen, der da ja steht, auch mit seiner Bemalung und mit seinem Aufbauten. Also wie gesagt, 1:1 der, wo Brad Pitt schon seinen Hintern drin hatte, den habe ich in Bovington sehen dürfen und dementsprechend noch schöner, jetzt hier einen Replay von ihm zu haben. Gespielt von Lucky Kid und er ist hier mit seinem Sechser ganz klar Low Tier, nämlich im Achter Battle. Und ein Achter Battle ist jetzt gar nicht so schön, weil er hat hier 128 Durchschlag und 128 Durchschlag für Tier 8 ist extrem reduziert. Und man sieht, er hat keinerlei Premium und keinerlei HE. Premium hätte wenigstens noch 177 Durchschlag. Das wird ihn hier ein bisschen weiterbringen. Aber nö, dachte sich, brauche ich nicht. Premium Noobs. Ich spiele ohne. Ihr könnt's mich alle. YOLO. Wahrscheinlich. Dreht den Zweck auf. Aber egal. Nun gucken wir mal, ob man denn auch ohne gut klarkommt. Auf jeden Fall ist er jetzt schon auch direkt aggressiv. Fahrt hier die Nullerlinie sofort nach vorne durch. Hier an die Schräge, dass er hier in die Mitte reinhalten kann. An sich nicht doof, aber halt schon auch riskant. Weil 750 KP, die er hat. Das sind halt, was weiß ich, zwei IS-3-Hits oder zwei IS-6-Hits. Zwei WZ-Hits. Auch der IS macht viel Schaden in Stura Emil. Also, oh, und da. Ein C44 beachtet ihn gar nicht. Der denkt sich, das ist denn der. Ja, aber jetzt bergt er ihn. Prallt aber sogar noch ab. So, jetzt wird er von seinem Team gut unterstützt. Da ist noch ein WZ. Er trifft auch den ein oder anderen Hit. Krass. Ja. Da hat er irgendwie. Ich will, weiß nicht, was es war. Auf jeden Fall. Er schreibt doch, what the fuck was that? Also, ziemlich genau treffend schreibt er das, was ich mir gerade dachte, aber eigentlich es auch nicht aussprechen wollte. Was war das? Ich kann es euch nicht mal sagen. Ich kommentiere es, aber ich kann es euch nicht sagen, was das gerade war. Es war zu merkwürdig dafür. Ja, damit kann man es auch belassen, dass es einfach zu merkwürdig war. Vielleicht, ihr könnt ja mir sagen, was das gerade war. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. So, VK. Ein Hit und weg ist er. Sehr schön. Drüben ist alles ein bisschen, aber er kommt da nicht drauf. Jetzt fahrt er hier die Mitte hoch. Da ist ja auch immer ganz gern mal ein Gegner. Da vorne war halt auch der IS-3 da in der Nähe gespottet. Also vielleicht findet er den und kann erhöht auf den wirken. Da ist der IS-3. Da, oh, da ist die Arti. Ja, Arti ist da. Eins, zwei Hits und dann dazu noch den Rammschaden. Das hat schon gereicht. Und jetzt kommt er auf den IS-3 drauf. Der IS-3 hat jetzt keinerlei Augen für ihn und das ist sein Glück. Und da kann er den schön wegknuspern. Jetzt achtet auf ihn. So, jetzt guckt er wieder weg, weil jetzt hat er ja den 110er neben sich. Er kann jetzt hier den super aufs Korn nehmen. Weil der, wie gesagt, einfach nur Augen für den WZ hat. Er kann sich ja schon den Luxus erlauben, schon so halb zu zielen und daneben zu schießen. Also ich, das ist mit wohl eins der kuriosesten Sachen in den Replays, die ich je gesehen habe. Jetzt Gas anzünden. Unglaublich einfach. Jetzt trifft der IS-3 das erste Mal und er macht ihn weg. Keine Ahnung, was der 110er jetzt auch gerade gemacht hat. Ja, auch da schreibt er nur LOL und genau das trifft es wieder perfekt. Er hat 1500 Schaden am IS-3 gemacht. Ich weiß gar nicht, was der 110er gemacht hat. Der hatte vielleicht gar keinen Bock. Dachte sich, nee, wenn der Rudi da drauf schießt, dann nehme ich es nicht mehr. So, Sturen Emil.
Da kann der sture Emil jetzt nicht viel machen. Jetzt zieht er aufs Laufrad, wollte ihn ketten, aber im nächsten Hit ist er eh weg. Ja, nimmt auch den raus. Und jetzt nur noch der WZ am Leben da drüben. Der sich jetzt hier am Tiger verausgabt. Morgenty mit Wars. Ich glaube, da spricht Yoda. Beim Gegner. Morgenty mit Wars. Kriegt er noch was vom BZ ab? Ah, da stürzen sich jetzt natürlich alle wie Hyänen auf den. Oh, jetzt ist der da unten auch sogar. Macht einen auf Wasserbüffel unten im Wasser. So. Wuhuhu! Alter, hat der gekostet, aber schöne Einlage. So. Replay zu Ende. 1139 Schaden gemacht als Low-Tier. Unglaublich crazy Runde. Krass, einfach nur. Ja, zählt für mich zu einem der amüsanteren Replays und ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie mir. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute, bis bald, euer Alcaramba.